Phase 2. Technik zur Selbstmassage für Gesäß und Rücken. Nach einer Operation ist es normal, dass Sie sich im Bereich des unteren Rückens und in den Hüften verspannt und steif fühlen. Die Verwendung eines Massage- oder Tennisballs zur Selbstmassage ist eine effektive Möglichkeit, Verspannungen zu lösen. Sie können den Massageball zum Beispiel für Schultern, oberen Rücken oder Brust verwenden. Ein Freund oder Ihr Partner kann Ihnen behilflich sein. Positionieren Sie den Massageball zwischen Ihrem Gesäß und einer Wand. Ihre Beine sind gespreizt und die Knie gebeugt. Ihre Füße sind etwas von der Wand entfernt. Achten Sie darauf, dass Sie sicher stehen und nicht ausrutschen können. Drücken Sie den Ball sanft mit Ihren Gesäßmuskeln gegen die Wand und bewegen Sie sich langsam von einer Seite auf die andere und von oben nach unten, um alle verspannten oder schmerzenden Stellen zu massieren. Atmen Sie normal weiter und bleiben Sie entspannt. Versuchen Sie, 1 bis 2 Minuten zu massieren. Sie können diese Übung zu jeder Tageszeit machen. Legen Sie sich flach auf den Rücken und winkeln Sie Ihre Knie an. Positionieren Sie einen Massageball im Bereich der unteren Rückenmuskulatur in der Lücke zwischen Rippen und Becken. Entspannen Sie sich auf dem Ball, durch den Druck lösen sich die Verspannungen in Ihren Muskeln. Atmen Sie und entspannen Sie sich. Sie können diese Übung zu jeder Zeit und so oft Sie möchten wiederholen. Versuchen Sie, 1 bis 2 Minuten auf jeder Seite zu massieren.